Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier mal wieder zu einem neuen FIFA-Talk. Ihr wünscht euch ja immer FIFA-Talks, aber ich kann die leider nicht ganz so oft bringen. Wieso? Das habe ich auf meinem Zweitkanal erklärt, deswegen einfach mal den Link in der Beschreibung abchecken. Aber heute klappt das Ganze eben wieder und es gibt deswegen hier einen FIFA-Talk mit drei Themen, drei sehr interessante Themen. Einmal zu FIFA 19, dann habe ich einen Glitch herausgefunden und dann möchte ich über Live-SBCs im WM-Modus reden. Ja, wir beginnen mit den FIFA 19 News und dabei geht es um den Trailer, der höchstwahrscheinlich am 11. Juni rauskommen wird, also genau am folgenden Montag. Letztes Jahr kam der FIFA 18 Reveal Trailer am 5.6. heraus, also eigentlich morgen. Allerdings wird der FIFA 19 Trailer höchstwahrscheinlich am Montag herauskommen. Es gibt ja dieses Event, das heißt EA Play. Das findet vom 9. bis zum 11. Juni statt. Und eben letztes Jahr war das Ganze so, dass das dann eben währenddessen veröffentlicht wurde. Und es war auch an einem Montag. Deswegen gehe ich davon aus, dass eben der 11.6. das Datum sein wird, wo der FIFA 19 Trailer tatsächlich schon rauskommen wird. Das Ganze werdet ihr natürlich dann vorgeschlagen bekommen auf YouTube und so, und da werden die ganzen YouTuber sowieso Reactions dazu hochladen, deswegen werdet ihr das sowieso nicht verpassen. Hochgeladen wird das Ganze natürlich aber auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von EA Sports. Ja, weiter geht's jetzt mit dem Glitch, den ich angesprochen habe, und das ist ein Foot Draft WM-Modus Glitch. Hier kann man echt richtig, richtig viele Coins rausholen und das Ganze ist natürlich nur so semi-legal, also es ist schon auf eigene Gefahr und ihr könnt natürlich theoretisch dafür gebannt werden, ist aber eher unwahrscheinlich, also ich spreche da jetzt aus Erfahrung. Bei diesen ganzen Glitches ist es eigentlich gar nicht so gefährlich, wie man immer denkt. Die werden dann halt irgendwann rausgenommen aus dem Spiel und dann passiert mit den Spielern, die ihn angewandt haben, eigentlich nicht wirklich viel, denn man kann ja nie bestätigen, ob die diesen Glitch wirklich bewusst angewandt haben. Aber es gibt jetzt eben für euch die Möglichkeit, beim Foot Draft im WM-Modus zu glitchen, und zwar dort eben unendlich viele Siege bzw. halt unendlich viele Wins im Draft eben zu holen und dadurch halt auch viele gute Rewards zu bekommen. Und zwar könnt ihr ein Spiel nicht verlieren bzw. gewinnt jedes Spiel, wenn ihr einmal in Führung seid. Ihr müsst dann einfach immer nur die Verbindung mit eurem Internet trennen. Das Ganze funktioniert übrigens auch nur auf der Xbox, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ihr müsst da wirklich einfach nur die Netzwerkverbindung trennen, wenn ihr in Führung liegt, sagen wir jetzt mal 1:0, dann geht ihr einfach rein in die Einstellungen und trennt eure Xbox vom Internet ab. Dadurch wird das Spiel als Sieg gewertet und ihr seid dann eben eine Runde weiter. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ihr in Rückstand seid, sagen wir, ihr seid 0:1 hinten, dann trennt ihr die Verbindung auch. Dann bekommt ihr allerdings nicht die Niederlage, sondern das Spiel wird eben nochmal neu gestartet, beziehungsweise ihr könnt halt einfach dieses Spiel nochmal wiederholen gegen einen anderen Gegner. Das heißt, ihr könnt nie rausfliegen, wenn ihr diesen Glitch anwendet und gewinnt somit jedes Foot Draft im Endeffekt. Ja, wie gesagt, wie das genau funktioniert, habe ich euch in der Beschreibung verlinkt, unbedingt mal abchecken, und dann gehen wir auch schon weiter mit dem letzten Thema, und das sind die Live-SBCs im WM-Modus. Sowas könnte man sich, denke ich, erwarten. Viele hoffen es natürlich auch und ich gehe auch sehr davon aus, dass EA da hoffentlich Live-SBCs rausbringen wird. Ja, was genau meine ich jetzt mit Live-SBCs? Damit meine ich einfach die Gruppenspiele. Sagen wir jetzt, Mannschaft A spielt gegen Mannschaft B. Dieses Duell gibt es dann eben einfach als SBC, halt wie die Top-Partien, nur halt im WM-Modus dann. Das wäre ganz cool, dann könnte man da ein paar SBCs machen, auch ich würde dann im Stream oder so die ein oder andere machen. Und ja, dann hätten wir auf jeden Fall auch gechillte Streams dadurch. Ja, schreibt mir dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Denkt ihr, es wird Live-SBCs im WM-Modus geben oder denkt ihr das nicht? Schreibt mir das wirklich jetzt mal in die Kommentare, da bin ich gespannt drauf. Okay, das war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 FIFA-Talk. Falls er dir gefallen hat, lass unbedingt einen Daumen nach oben da, falls du das auch öfter sehen willst. Und dann war es an sich schon. Check gerne die Links in der Beschreibung ab. Dies, das, Ananas. Ich bin raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Habt immer High Hopes, auch wenn es mal nicht so läuft. Bis dann und ciao.